Herzlich willkommen zurück bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir müssen jetzt wieder auf dem Spielstand sein, wie beim letzten Mal. Und zwar, dass wir alle Karten haben. Fast. Ja, okay, uns fehlen halt ganz viele silberne Karten, aber das Problem kennen wir ja mittlerweile. Das war ja das Problem des Spielstandes. Und jetzt werden wir mal schauen, dass wir dem Spiel, das Spielgeschehen endlich mal richtig folgen. Und dazu müssten wir jetzt, glaube ich... Was ist unsere Aufgabe überhaupt? Ich muss in die Toilette der maulende Myrte gehen, um den Eingang zur Kammer des Schreckens zu finden. Also wir laufen jetzt Richtung Kammer des Schreckens. Wir haben aber auch alle... Ja, ich glaube, wir müssen auch... Nee, ein Blitz müsste uns noch fehlen, aber den müssten wir auch bekommen. Das sollte kein Problem sein. Waren wir auch überall drin? Mal gucken. 7 von 10 Geheimnissen. Nö. Okay, das sind aber nur Bohnen. Mein Gott, Bohnen. The Chamber of Secrets has been opened. Enemies of the Higher, beware. His skeleton will lie in the chamber forever. Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Feinde des Erben, nehmt euch in Acht. Das steht da nicht, Harry. Lies doch mal. Das steht da auf Englisch. Du musst das dann auch auf Englisch vorlesen. Naja. Was willst du diesmal? Dich fragen, wie du gestorben bist. Ihr seid die Ersten, die das interessiert. Ich bin in dieser Kabine gestorben. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Die Tür war verriegelt und ich weinte bei Olive Hornby, wie ich wegen meiner Brille hänselte. Dann hörte ich jemanden hereinkommen. Dann wurde etwas Komisches gesagt, in einer anderen Sprache, glaube ich. Es war ein Junge, der sprach. Also habe ich die Tür aufgemacht, um ihm zu sagen, er solle gefälligst verschwinden und sein eigenes Klo benutzen. Und dann bin ich gestorben. Wo stand der Junge denn? Dort drüben bei den Becken. Der eine Hahn hat nie funktioniert. Ob das wohl der Eingang zur Kammer des Schreckens ist? Mach auf! Mach auf! Ah, das klappt nicht. Vielleicht sollte ich es mit Parsel versuchen. Mach auf! Es klappt! Ich habe ihn. Er hatte schon gepackt und wollte gerade abhauen. Was ist das? Ich glaube, das ist der Eingang zur Kammer des Schreckens. Nun, dann braucht ihr mich ja nicht mehr, Jungs. Ich lass schon mal meinen Besen warm laufen. Das würde Ihnen so passen. Runter mit Ihnen! Nein! Los geht's, Harry! Ich komme! Habt ihr gehört? Ich komme! Beeil dich, Harry! Jede Sekunde zählt! Ja, Ron, dann spring doch einfach rein. Jetzt ist Ron drin. Harry, da oben ist etwas. Mir ist so elend zumute. Schluss mit lustig, Jungs! Ron! Sagt eurem Gedächtnis Adieu. Amnesia! Ron! Ron, bist du okay? Ich bin hier. Ich bin okay. Geh Ginny suchen, Harry. Warte hier mit Lockhart. Wenn ich in einer Stunde nicht zurück bin... Wir sehen uns gleich. So, und da schließt sich hinter uns die Tür. Und vielleicht habt ihr es ja schon... Habt ihr es ja schon... Was haben wir hier? Wir haben hier übrigens auch noch 3 Geheimnisse. Google.
Mein Freund fragt gerade, ob irgendwas mit D oder mit T geschrieben ist. Ich habe ihm gesagt, er soll googeln. Also wir haben hier trotzdem noch 3 Geheimnisse und wir können hier noch hier ein paar, ich glaube, Flipperwurmschein und Megapower-Rinde können wir noch finden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also ich glaube, wir haben hier noch ein paar Möglichkeiten. Falls es jemand aufgefallen ist, ich kann, habe jetzt ein Mischpult. Dank meines süßen Freundes. Und an diesem Mischpult habe ich jetzt auch ein Mikrofon angeschlossen. Also ich habe jetzt ein anderes Mikrofon, aber ich werde mal schauen. Das ist noch nicht das beste Mikrofon, was ich natürlich holen könnte oder so. Ich werde also schauen, dass ich mir die Technik noch ein bisschen aufbaue jetzt. Aber durch das Mischpult kann ich natürlich jetzt meine Mikrofonlautstärke und die Lautstärke des Spiels nochmal direkt am Mischpult regeln, sodass ich in den Zwischensequenzen von Spielen jetzt auch die Tonlautstärke des Spiels hochdrehen kann und wieder runterdrehen kann am Ende. Das heißt, ich kann das jetzt alles ein bisschen besser regeln und ich hoffe, dass ich muss mich da auch erstmal einfinden. Das ist jetzt also die erste Aufnahme, wo ich das richtig benutze. Und ich bitte dann noch ein bisschen zu entschuldigen, wenn das noch nicht so ganz perfekt ist. Ich muss mich auch erstmal einspielen. Ich könnte dann auch theoretisch ein zweites Mikro auf Dauer da anschließen, dass mein Freund dann auch auf mich aufgenommen wird und wir diese ganze Aufnahmerei mit Skypen und so nicht mehr haben. Da müssen wir uns aber nur schauen, wie wir das machen. Also, ich hoffe, dass das jetzt alles ein bisschen besser wird. Es haben sich auch einige beschwert, dass die Mikrofonqualität runtergegangen ist. Das lag daran, dass ich ein anderes Mikrofon benutzt habe, obwohl das auch ein ganz billiges Mikrofon ist. Habe es mich doch gewundert, dass bei 2 billigen Mikrofon-Headsets das eine wirklich qualitativ auch ein bisschen schlechter ist als das andere. Fand ich lustig. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich qualitativ in den nächsten Aufnahmen oder also in der nächsten Zeit hochschieße wieder. Und ich muss mich natürlich auch noch einfinden. Gut, wir wollen jetzt aber erstmal zur Kammer des Schreckens. Ich mache das mal wieder hier ein bisschen hoch. Und da haben wir jetzt einen kleinen Weg vor uns, wie man das schon sieht. Entschleume! Hier sind solche schönen Krabben. Können wir, glaube ich, auch hier reinschubsen. Und der Weg zur Kammer, ich mache das nochmal ein bisschen lauter. Der Weg zur Kammer des Schreckens fordert jetzt quasi alles ab, was wir vielleicht mal irgendwann gelernt haben, habe ich das Gefühl. So, wir machen das erstmal alles hier weg. Das hier kommt mir sehr verdächtig vor. Da brauchen wir bestimmt noch Lumos. Und ich habe Lumos ja auch schon gesehen. Da wollen wir jetzt noch nicht hin. Machen wir hier mal auf. Da ist ein Lumos. Rictus Sambra. Lumos. Oh, beinahe reingefallen. Sollen wir ganz schnell mal hier hinlaufen? Und ich hatte recht, das war ein... das hier war ein Geheimnis. Ja, mein Gott. Ein Geheimnis, in dem ein Frosch drin war. Naja, können wir vielleicht auch gebrauchen. So, ich tippe mal drauf, dass wir hier... hier hin müssen. Und da sehe ich schon, da... gucken wir mal, ob wir das aufkriegen. Okay. Ich weiß nicht, warum wir jetzt hier unten noch Bohnen finden, überhaupt Bohnen kriegen. Ich glaube, vor 50 Jahren gab, obwohl Bertie Bott hat ja schon lange gelebt. Vielleicht gab es vor 50 Jahren wirklich schon Bertie Botts Bohnen. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall nicht zu Slytherin-Zeiten. Das heißt, der Tom Riddle, der Gute, muss das hier versteckt haben. So, ich kletter mal hier runter. Au. Und wir sind jetzt hier in so einem Schacht drin. Wo wir verschiedene Sachen noch finden. Ach ja, falls es aufgefallen ist, ich habe den Debug-Modus wieder umgestellt, damit es auch alles brav bleibt. So, hier gehen wir erstmal durchs Speicherbuch durch und mich irritiert das gerade, dass da halt noch ein Speicherbuch ist, aber wahrscheinlich kommen wir da später nochmal hin. Hello. Okay, und ich hasse Spinnen. Okay, los. Sempra, Rictus Sempra, Rictus Sempra, Rictus Sempra. Und das meinte ich damit, dass wir hier unten auf jeden Fall noch Schleim und Baumding kriegen. Baumtwackel, Rinde, Baumrinde. Rictus Sempra, Rictus Sempra. Entschleime. Entschleime. Oh mein Gott. Das kommt mir doch ein bisschen Tomb Raider-like
gerade rüber. Okay. Jetzt wurde der Weg geschlossen und wir müssen hier rüber. Und das kommt mir wirklich ein bisschen Tomb Raider-like. Das konnte ich in Tomb Raider schon immer nie. Oder erinnert euch, wie oft Lara bei mir sterben musste bei solchen Teilen. Weg da, weg da, weg da. Oh, ich dachte schon, das wäre eine Spinne. Ich dachte gerade, das hier wäre eine Spinne. So, oh. Flipendo? Achso, die fallen von alleine runter, ich dachte schon. Flipendo! Okay, hier rauf. Wir haben ja schon gesehen, da vorne, jetzt muss ich mal gucken, wo es hier lang, wo es hier wohin geht. Okay. Wir haben ja schon gesehen, da vorne kommen wir wahrscheinlich gar nicht rüber, aber da war eine Kiste. Das heißt, die werden wir uns, müssen wir uns wahrscheinlich nochmal zu Gemüte führen. Ich renne einfach. Wow, ein Tomb Raider! Das ist ja Tomb Raider-like hier. Stopp. Seht ihr das? Aha, ein Geheimraum. Hinter dem Tomb Raider-liken Wandverschiebungsdingens. Ja gut, das könnte auch Indiana Jones sein. Ich habe Indiana Jones nie gespielt und die Filme geguckt. Okay, das haben wir auf jeden Fall hier mal bewältigt. Jetzt fahren wir mal hier runter. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Wir entschleimen mal wieder. Und die finden mal wieder. Und die Findo. Und da ist die Kiste, die wir eben gesehen haben. Und die machen wir jetzt auch mal auf. Ja, keine Ahnung, warum wir immer noch Bertibots Boden finden. Es ist ja eigentlich schwachsinnig, mittlerweile zu finden, aber was soll's. So. Okay, erstmal hier rüber. Und da sind schon wieder diese kleinen... Diese kleinen Viecher, die Toxies. Finde ich auch ganz lustig, dass in jedem Teil werden die Doxies an... hier die Dinger... Oh, ich hätte vielleicht andersrum gemusst. Mist! Sag mir das nochmal jemand. Okay, hier haben wir auf jeden Fall nochmal einen Raum, den es zu überbrücken gibt. Und spätestens jetzt würde ich mich fragen, wie verdammt nochmal kommt eigentlich die Schlange hier hin? Rictus Semper! Rictus Semper! Das Ding nervt! Rictus Semper? Rictus Semper! Wir laufen erstmal hier hinten hin. Jonas! Ah, da kommt denn eine Stufe zum Vorschein mit Lumos. Und dann schaffen wir es wahrscheinlich erst jetzt, darüber zu springen. Probieren wir mal. Oh, dieses verflumformedeite Doxy-Ding. Und das Ding dahinter ist nicht auch. Und ich krieg's einfach nicht weg. Doxy, Doxy. Nein! Okay, jetzt ist Harry tot. Beziehungsweise, nein. Ich dachte schon, jetzt ist er tot, aber... Okay, jetzt ist er tot. Gut, dann versuchen wir es nochmal. Das ist auch komisch. Beim ersten Mal habe ich das alles hier geschafft. Ohne, dass Harry abgenippelt ist. Beziehungsweise Harry kann ja nicht abnippeln. So, wir laufen erstmal hier hinten hin. Okay, dann nehmen wir den Frosch hier nochmal mit. Hopp. Und dann versuchen wir hier mal Fuß zu fassen. Okay, da waren wir durch. Und ich frage mich immer noch, wie diese Schlange das immer schafft, es aufzumachen. Ich glaube, die hat einen anderen Weg. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Das Seil müssen wir durchschlagen, aber erstmal müssen wir die Doxies loswerden. Rictus Sempra! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Ich mache mir erstmal hier das hier. Lumos! Und die Stufe erscheint. Okay, mal gucken, ob wir die Doxies trotzdem jetzt langsam mal loswerden. Rictus Sempra, Rictus Sempra. Wir müssen jede zweimal treffen. Das ist natürlich ganz schön viel. Und jetzt ganz schnell wieder weg hier.